Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sengoku Dynasty. Wir fahren fort mit dem Dorfausbau. Genau, wir hatten in der letzten Folge den, sag ich mal, das Wasserlager hier gebaut. Und bauen jetzt weiter mit dem, was waren das für ein Lager hier überhaupt? Holzlager, genau. Dann kann sie wenigstens ein bisschen Holz sammeln, die alte, die ich dafür einstelle. Okay. Holzstämme. Dann fällen wir doch mal ein paar Bäume. Am besten hier hinten am Dorf irgendwo. Weil hier hinten haben wir auf jeden Fall ziemlich wenig gerodet. Das ist noch verbrannt hier. Das heißt, wir müssen hier anfangen. Genau. Dann fangen wir mal hier an. 6 Holzstämme brauchen wir da, ne? Ja, komm. Den lassen wir mal umfallen. Wenn wir hier noch einen. Wir fällen einfach mal ein, zwei mehr. Ich würde sagen, der hier noch. Wir haben 3 große Bäume gefällt. Und davon nehmen wir die ganzen Stämme. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Stämme. Können wir weitermachen. Und ich glaube, die meisten Gebäude lasse ich erstmal stehen, bis ich da neue errichten werde. Also, dass ich so einen 1 zu 1 Tausch mache, weil ansonsten, ich würde gerne die Struktur von dem Dorf hier beibehalten und vielleicht ja, dann später erweitern. Aber erstmal würde ich das Ganze dann nach und nach einfach wieder so aufbauen, wie es mal war. Was? Leerer Eingang. Ich denke mal, wir lassen das so. So. Das packen wir alles hier rein. Es ist ja alles Holz. Auch Rinde. Ich würde sagen, da haben wir ein bisschen Platz. Und dann kann die Alte. Kann auf jeden Fall dann mal ein bisschen hier uns aushelfen mit Bäume fällen und hast du nicht gesehen. Und dann können wir uns ein bisschen auf andere Sachen konzentrieren. So, das heißt, in der Dynastie gebe ich Akku. Arbeitsplatz Sammler. Was sammelt sie denn? Im kleinen Brunnen. Okay. Ich kann ihr nur noch einen Job als Köchin geben. Okay. Aber das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Mahlzeit. Okay, sie braucht 30 im Verhältnis zu was? Weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir da noch mal ein, zwei neue weitere Gebäude. Oh, nein. Genau, auf 3. So. Dorfgebäude, Wohngebäude, kleines. Ja. Warum muss ich das so weit wegbauen? So, genau. So, jetzt wollen wir Holzstämme wieder. Die fällen wir uns einfach wieder. Ich möchte jetzt nicht unbedingt ans Lager wieder gehen. Wir sammeln einfach jetzt einfach alles ein, was wir hier finden können. Kleine Bäume, große Bäume. Einfach alles. Damit wir einfach ein bisschen genug auf Tasche haben.
Axt zerstört. Schlecht. Also die Axt, die Äxte, die gehen wirklich schnell kaputt. So, Stöcke brauchen wir, um noch einen weiteren zumindest herzustellen. Haben wir gemacht. Oh, nein. Gut. Sagen, den können wir noch machen. Ah, Steine brauchen wir aber gleich auch noch genug. Das weiß ich noch. Weil das sind ja bestimmt dann die Steine, die aufs Dach kommen. Dann sammeln wir einfach jetzt mal ein bisschen Steine hier. Hier und da. Wobei, wir können auch mal mit der Spitzhacke den einen oder anderen Stein weghauen. Weil unsere Axt gibt es ja zumindest her. Ey. Und dann machen wir, damit machen wir auch dann die Steine, die hier unnötig rumstehen, auch weg. Oh. Gewitter. Ich hoffe, das Gewitter hat jetzt keine Auswirkungen darauf, dass es irgendwo hier bei uns einschlägt und dann anfängt zu brennen. Das wäre natürlich wirklich echt blöd. So. Die sammeln wir auf jeden Fall alle ein. Wenn wir schon hier sind. Na. Nein. Ich würde sagen, wir hauen einfach so lange drauf, bis die Spitzhacke kaputt ist. Dann haben wir auch bestimmt mehr als genug Steine am Mann. So, hier ein Stein. Kann ich hier eigentlich irgendwas von dem hier abziehen? Nee, kann ich leider nicht. Ja, ich denke mal. Nein. Oh, ich glaube, den kriegen wir jetzt gar nicht mehr kaputt mit der Spitzhacke. Ja, war ja klar. Aber nicht schlimm. Bauen wir einfach die nächste. Perfekt. So. Den Rest lassen wir erstmal hier. Und widmen uns dem Gebäude hier. Ja, wir brauchen auf jeden Fall gleich Bretter. Machen wir mal 1, 2, 3. Ach komm, wir machen einfach alle. Die Stämme brauchen wir, glaube ich, nur bis Fundament. Deswegen, und Bretter werden wir gleich jede Menge brauchen. Ja, die werden auf jeden Fall gar nicht reichen, die wir haben hier. Wir brauchen auf jeden Fall einen Mann bei uns im Lager, der Holz fällen kann. Nein! Oh, oh nein. Ich habe weder Holzstamm noch Stock. Blöd. Wirklich blöd. Naja, hier haben wir wenigstens ein paar Stöcke. Jede Menge sogar. Das ist gut. Die sammeln wir auch fleißig ein. Da ist noch ein Stock. Ja, komm. So, Steine hatten wir eigentlich mehr als genug gerade gesammelt, aber bin ja trotzdem nochmal. Wo waren das jetzt hier? Da ist die Spitzhacke. Ach, da links liegt auch noch ein Stein.
Wollte da gerade mit dem Finger drauf zeigen. Ja, warte mal, Stein haben wir ja mehr als genug, ja. Stöcke und Stämme, das war's, glaube ich, was uns gefehlt hat. Ja, 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 ja. Mit Sicherheit. So, würde ich sagen, fällen wir die Bäume in Richtung Wasser. Da können wir die nicht so leicht verlieren. Ja, unsere Axt, ne? Die ist halt auch schon wirklich nach 3, 4, 5 Bäumen am Ende. Das ist ein Baum, kleiner Baum. Ach, da ist ein Hase. Aber um den kümmern wir uns jetzt noch nicht. Das Gefühl, dass unsere Dechsel auch gar nicht reichen wird. Die Anzahl hier. Warte mal, hier sind noch jede Menge Steine. Können wir doch auch gleich alle mal einsammeln. Schaden tut zumindest nicht. Dass wir vielleicht mal hier oben das noch voll kriegen. Das machen wir jetzt. Ich habe auch überlegt, dass vielleicht, wenn wirklich die Videos nicht so häufig geguckt werden und wenn ich da jetzt auch ja, keine Infos kriege von euch, dass euch, ob euch das interessiert oder nicht, und ich einfach nur die Aufrufszahlen sehe, werde ich dann selber entscheiden, dass ich vielleicht, weil das Spiel macht mir schon Spaß und ich habe auch unbedingt Bock weiterzuspielen, dass ich dann einfach ja, einfach nur so Showcase-Videos mache, sage ich mal. Dass ich einfach nur ein bisschen baue oder wenn ich irgendwas Bestimmtes in der Story oder allgemein sehe oder ich unbedingt was zeigen will, dass ich das dann aufnehme. Weiß ich aber nicht. Ich würde schon halt gerne wirklich ein Let's Play daraus machen. Aber dazu müssen das auch die Leute gucken und mir auch ja, Bescheid sagen, sage ich mal. Ihr wisst, was ich meine, ne? Irgendwie ganz komisches Gefühl, mit sich selber zu reden und nicht zu wissen, ob man darauf jemals eine Antwort kriegt von jemand anderes. So, Hammer konnten wir ja nicht bauen, weil... Aber jetzt... So, und den Hammer müssen wir auf Slot dahin legen. Genau. So, Stöcke. Und trotzdem jede Menge. Also Stöcke würden auf jeden Fall nicht reichen. Ja. Ah, Bretter müssen wir auch noch. Ach, komm schon. Ne, reicht alles nicht. Okay, aber... Stämme zumindest. Nein. Jetzt liegen die hier rum und ich habe keine Stöcke. Ich brauche 3 Stöcke, komm schon. Ja, nehmen wir halt die Axt. Was soll's. Haben wir eh noch eine zweite parat. Und wir brauchen die ja eh gleich. Komm schon. Oh, Stöcke. Perfekt. Na, lass ich erstmal. Oh, warte. Ne, es sah nur so aus. So, nein.
Es ist ein bisschen noch tricky hier, das Menü für mich. So, wenn ich das Gebäude gleich fertig habe, dann könnte ich ja, glaube ich. Ach, Mann. Alles einmal durchdrücken, bis man ans Ziel kommt. Wenn ich das fertig habe, dann müsste ich ja theoretisch den nächsten Dorfbewohner aufnehmen können. Als Arbeiter, sage ich mal. Müsste zumindest, ne? Ich hoffe es. So. Ach Mist. So, uns fehlen noch 3 Stöcker. Die kriege ich, glaube ich, hier raus, ne? Ah. Und den Zaun, den können wir jetzt erstmal hier abreißen. Ist ja wirklich hässlich. Habe ich jetzt genug Stöcker da? Ja, halbwegs. So. Ja, Steine haben wir mehr als genug. Die Musik ist auch wirklich sehr dramatisch. Obwohl hier gerade gar nichts passiert. Ich eigentlich nur am Bauen bin. So, Stöcker und Stämme. Auf Deutsch Bäume fällen. Okay. Ausdauer ist auch sehr schwach. Hab ich eigentlich schon den nächsten Skillpunkt? Weil da war ja was, das Gegenstände. Nee, noch nicht. Gegenstände um 20% weniger Ausdauer verbrauchen. Aber soweit bin ich leider noch nicht. Ich denke mal, sobald ich den nächsten Dorfbewohner oder sowas aufgenommen habe. Ey. Warum kriege ich denn jetzt einen Stock? Komm, Steine kann ich ja dann ins Lager machen. Es wäre halt cool, wenn man so ein Gebäude baut, dass man gleich angezeigt bekommt, wie viel man für dieses Basis-Blueprint sozusagen an Ressourcen braucht, weil man kann die ja dann noch während des Baus anpassen, die Blueprints. Aber ja, einfach, dass man schon direkt im Menü sieht, oder vielleicht zeigt das ja auch an, ich bin einfach nur blöd. Können ja mal schon spaßeshalber das nächste Gebäude. Ne, warte mal. Habe ich gar nicht hingeguckt. Gebäude, Wohngebäude, kleines Haus. Ne, zeigt er nicht an. Aber spaßhalber mal schon das nächste Gebäude hier planungsweise hinstellen. Genau. So. Alles da, was ich brauche. Ne, Stöcke nicht. 2 Stöcke noch. Mann, oh Mann, oh Mann. So, und wir brauchen. Oh, Brennholz. Okay, Brennholz haben wir, aber Kochtopf nicht. Und es hört auch nicht auf zu regnen, ne? Obwohl das doch der Sommer ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Warte mal. Ah. Das kann man doch hier in der Dynastie sehen. Oder Legende? Ne. Wo war denn das? Irgendwo konnte man. Ach, auf Karte, genau. Ja, Sommer. Wir haben Sommer. So, ich fäll einfach jetzt hier den Baum. Was soll's? Ne. Ich. Ne. Ich dachte, wenn ich den Busch sammle, dass ich vielleicht auch mal so einen Stock krieg oder so. Aber. Leider nicht, leider nicht. Ah, jetzt juckt mir mein Auge.
Hier an den Baum zu kommen war gerade ein bisschen schwer, weil überall alles Büsche sind. Oh, Stock. Perfekt. Ja. Also ich glaube gleich... Ah, wir müssen ja noch dann das Bett bauen, ne? Die Inneneinrichtung. Da verlangen die ja auch noch einiges von einem. So, Stroh und Steine haben wir. Ja, steht drauf, natürlich. Steine haben wir mehr als genug. Also, wenn wir irgendein Gebäude gleich aus Stein bauen können, das können wir sofort machen. So, Stroh. Gras sammeln. Oh, der Regen hat aufgehört. So, aus dem Gras hier, aus dem Olja-Gras machen wir auf jeden Fall Stroh gleich. Na, so, das sollte erstmal reichen für uns. Dann aus dem ganzen Gras machen wir Stroh. Das geht ja ziemlich fix eigentlich. Das ist aber wirklich ein klangvoller Beat, der einen auch wirklich so, ja, ruhig macht, sag ich mal. So, noch 2, 1, 0. Okay, das Gebäude ist somit fertig. Jetzt meine Frage, kann ich neue Dorfbewohner aufnehmen? Nö. Beziehungsweise, oh, warte mal. Arbeitsplätze. Ich will die gar nicht kochen lassen. Okay, sie kocht trotzdem. Kann ja auch gerade keinen neuen Job zuweisen. Das irritiert mich aber auch hier ein bisschen, ne? Mit diesem... mit diesen Eingangsrampen hier. So, warte mal. Ist das Akku oder wer ist das hier? Sayuri. Okay, ich kann sie auf jeden Fall nicht einladen. Hm. Kann ich mit dem hier... Okay. Kann ich auch nicht einladen. Naja, naja. Aber... Akku macht schon ihr eigenes Ding. Das ist schon mal gut. Ja, dann würden wir sagen, gehen wir halt... Oh. Kann ich hier noch was verändern? Verstärkte Holzfundamente, Nadel... Okay, nee. Also klar kann ich, aber will ich nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir hier erstmal kurz in die Hayabubu. Und schau mal... Komm, wir sprechen mal mit dem, um zu gucken, was er jetzt von uns will. Ich will den Leuten hier helfen, wie du vorgeschlagen hast. Über den Priester. Okay, sie kümmert sich darum. Sie ist eine sanftmütige Frau, sorgt sich, dass die Kami, die göttlichen Geister, sich von uns abgewandt haben. Oder eigentlich, dass wir von ihnen abgewandt haben. Unterhalte dich mit ihr, vielleicht kann sie dich trösten. Erzähl mir mehr über die Krieger. Er ist etwas, naja, er hält sich für den Beschützer der Leute hier. Er gibt sich wie ein Krieger, aber ist von der kleinen Bedeutung Abstammung. Okay. Geachtet von den... Oh, nein. Das wollte ich nicht. So, haben wir jetzt neue Hauptquests, oder? Ja, haben wir.
Sprich mit, finde einen Weg, ihm zu helfen. Sprich mit. Okay. Das war doch die Priesterin. So, die Priesterin war hinten an der Straße, wo wir das Bambus her hatten, ne? Ja, doch, das müsste hier hinten gewesen sein. Oh, ich sollte vielleicht mal was essen. Ich habe aber nichts mehr großartig. Verdorbenes? Nein. Das ist mein Fleisch. Ganz blöd. Warte mal, können wir vielleicht so eine Fischschleuse oder sowas? Oder. Ich gucke mal, was man hier bauen kann, womit man am Wasser vielleicht Fische sammeln kann. Aber erstmal gehen wir in unser Nahrungslager. Warte mal, das ist ja unser Holzlager. Das hier ist unser Nahrungslager. Gebratene, ja. Alles nehmen, ja. Nein. So wollte ich das jetzt nicht machen. So, das. Hey. Okay, das kann ich nicht. Kann ich nicht. So, Beeren. Die hau ich alle hier rüber. Gobo hau ich auch alle darüber. Diese gelben Blumen auch. Die Pilze. So, und. Den Fisch brate ich gleich und den gebratenen, das gebratene Fleisch esse ich jetzt selber. So. Können wir die Steine hier in dieses allgemeine Lager machen? Ja, stimmt, da war ja was. Das ging. Das ging perfekt. So. Dann hauen wir die jetzt alle hier rein. Ah, gut. Nein, die Fackel bleibt schön hier. Bambus können wir nicht. Einen Slot Steine lasse ich mal da. Das Gras kann darüber. Brennholz. Okay, das. Oh, Verdorbenes. Aber was wollen wir denn mit verdorbenem Zeug da? Aber egal. So, Bretter. Das wollten wir gleich braten. Die Stämme lassen wir mal, weil die werden wir bestimmt noch brauchen. Okay, so. Dann gehen wir mal in unser Haus und braten mal kurz hier. Oh, wo habe ich die Eier hingemacht? Nicht, dass sie sich die Eier genommen hat und mir alles weggefuttert hat, sag ich mal. Wir stellen einfach alle Gobos jetzt her. Ja, aber ich würde auch sagen, in der Zeit, wo das hier, wo ich hier Gobo-Wurzeln koche, das war es erstmal für diese Folge, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet unbedingt in der nächsten Folge ein. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann und ciao.